Willkommen in meiner Heimat. Willkommen in Mühlenkreis Mittelland. Die ganze Gegend hier soll bald den Baggern weichen, aber wir wollen das nicht zulassen und deshalb müssen wir heute einen guten Plan schmieden, um diese schöne Heimat zu erhalten. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Heute ist ein wichtiger Tag und ein guter Tag, denn es steht noch ein wichtiges Treffen an. Ich glaube aber, das wird ein bisschen länger dauern und deswegen wollte ich jetzt nochmal schnell die Kühe hier versorgen mit ein bisschen Futter und dann müssen wir da vorne auch noch ein bisschen sauber machen und dann werde ich mir den Theo schnappen und dann geht's einmal rüber, denn ich werde mich mit ein paar Leuten hier aus dem Dorf treffen müssen, um mal so ein bisschen zu besprechen, wie wir diesen Irrsinn noch stoppen können. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber so richtig weiß ich das nicht. Eigentlich habe ich auch keine große Hoffnung, dass das noch funktioniert. Was soll man da machen? Ein riesiger Konzern, die ersten aus dem Dorf sind auch schon überzeugt worden, die ersten sind gekauft worden. Ich glaube nicht, dass wir irgendeine Chance haben, das zu verhindern. Und trotzdem will ich mich nicht ganz geschlagen geben und werde deswegen heute mich mit einigen hier treffen. Herr Peters hatte ja schon zugesagt, mit dem hatte ich gesprochen. Theo ist natürlich auch dabei und wir gucken mal, wer noch so alles kommt. Die ersten haben vielleicht auch schon Muffensausen und sagen, ah, vielleicht ist der neue Ort doch nicht so schlecht. Ich bin der Meinung, er ist schlecht, deswegen werden wir heute ein bisschen kämpfen. Aber gut, davor steht hier noch ein bisschen Arbeit an, um die Kühe glücklich zu machen. Und ich weiß nicht, was Theo vorne noch macht. So, genau, und natürlich werde ich hier auch wieder den Güldner nutzen. Ich fand den Auftritt, vor allen Dingen, als er uns gesagt hat, wie schlimm unser Hof aussieht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, der Typ von diesem Energieunternehmen hier, Grofendamm hieß er. Ein Wahnsinn. So, okay. Aber halten wir uns nicht lange damit auf, sondern springen hier nochmal schnell in den Güldner rein. Ich finde das ja klasse, dass man den immer noch gut nutzen kann. Und dann auch mal für solche Arbeiten wie hier sinnvoll einsetzen kann. Sonst steht er nur rum, kostet Geld. So kann man hier nochmal ein bisschen sauber machen. Und wenn der Käse das erste Mal kommt, dann hat er hier zumindest nichts zu meckern. Ja, vielleicht kommt er nachher auch. Ich weiß es nicht. Der ist ja auch ganz gut connected hier im Dorf. Ich habe den früher nie so auf dem Schirm gehabt, aber seitdem der... Ich weiß auch nicht, was ich von dem halten soll. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass er jetzt auch dagegen ist. Jedenfalls klang das so. Aber auf der anderen Seite kann ich ihm diesen Artikel von damals nicht so ganz verzeihen. Naja, so. Öffnen wir einmal kurz das Schäufelchen und dann fahren wir rüber. Ich glaube, das Tor hier mache ich zwar noch zu, aber... Den Futtermischwagen, den kann ich später auch noch reinfahren. Denn wir sollten uns ein bisschen sputen. Ich glaube, 17.30 Uhr hatten sie festgelegt. Ich hoffe, Herr Peters hat auch ein bisschen was zum Essen da. Je nachdem, wie lange sich das zieht, werden wir sicherlich alle hungrige Mäuler haben. Aber jetzt fahren wir erstmal rüber zu dem Hof und gucken, ob ich Theo da sehe. Und dann habe ich mir überlegt, wir werden gleich direkt den Drescher mitnehmen. Weil die Erntezeit ja, steht ja bald an. Noch haben wir frühen Sommer, aber das kommt ja dann doch alles schneller als man denkt. Und der stand jetzt viel rum über den ganzen Winter. Der muss nochmal durchgecheckt werden. So, da sind wir wieder auf dem Hof und da würde ich sagen... Theo? Ja, Ansgar. Theo, ich will jetzt einmal kurz rüberfahren zum Peters. Denn der Peters wollte ja heute ein paar Leute hier zusammentrommeln, damit wir mal ein bisschen... Ja, ein bisschen darüber sprechen, wie es hier so weitergeht in dem Dorf, ne? Das geht dich ja auch sehr viel an, zumal das hier deine Arbeitsstätte ist. Ja, richtig. Ich dachte, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe und ich nehme den Drescher direkt mit und
es wäre super. Ich glaube, es ist ein bisschen zu nervig und ein bisschen zu kompliziert, mit dem Drescher und dem Schneidwerk hinten dran hier und durch die engen Gassen zu fahren. Deswegen wäre es super, wenn du dir den Johnny schnappen würdest oder einen anderen Trecker deiner Wahl. So viel Auswahl haben wir hier nicht. Und dann fahren würdest. Ich würde dann mit dem Drescher fahren und dann machen wir uns einmal kurz auf zu Herrn Peters. Es sei denn, du musst hier noch irgendwas abschließen. Irgendein Projekt. Nö. Eigentlich nicht. Okay, gut, dann lass uns aufmachen. Ich pack den Güldner hier noch irgendwo und dann machen wir die Tore noch zu und dann geht's los. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, da steht nämlich einiges an. Ich möchte, dass der Drescher tipptopp 1A funktioniert, wenn es dann wieder in die Erntesaison geht, weil dann heißt es dreschen, 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 dreschen. Wir haben sehr viel Feldfläche. So viel Feldfläche wie dieses Jahr hatten wir noch nie. Können wir zwar nicht alles mit unserem Drescher bearbeiten, aber das wird noch eine echt sportige Geschichte. Also da habe ich auch schon ein bisschen Respekt vor, aber natürlich freut man sich auch das ganze Jahr drauf. Und dann werden die Kornspeicher wieder gefüllt, die Produktion werden beliefert, also die örtlichen Händler hier. Vielleicht werde ich auch ein bisschen was an den Töpfer oder ich weiß gar nicht mehr, wie der andere. Schulz oder Schneider oder wie hieß er noch? Ich habe es vergessen. Einen anderen gab es ja auch noch, der uns hier ein bisschen aus der Klemme geholfen hat und damit irgendwie Saatgut produzieren wollte oder sowas. So ganz genau habe ich das nicht mehr im Sinn. Aber müssen wir mal schauen. Aber jetzt sprinten wir erstmal rüber. Ah! Schon zugemacht, hervorragend. Super. Fährst du das erst raus und dann fahre ich hinterher? Ich glaube, so ist es am einfachsten, oder? Können wir so machen, ja. Ja, okay. Super. Bin ich sicher, ob er mich gehört hat. Dann... Ah, ich häng's dir gerade an. Noch. Stopp! Gottes Willen. Dankeschön. So sportlich, wie du hier gerade gefahren bist, dachte ich mir, jetzt gleich haben wir den nächsten großen Schaden hier hinten. Muss sich doch den nächsten Baum lohnen, das wegzubringen, oder? Ja. Ja, ja. So. Immer einen flotten Spruch drauf, der Theo. Gut, dann gucke ich mal, dass ich hier auch rauskomme irgendwie. Das wird hier auch knapp. Ein bisschen sehr knapp. Aber es passt. So, einmal rumdrehen. Und dann... Bisschen mit Rückstand. Passt das wirklich? Na doch. Okay, man hat hier manchmal, wenn man hier drin sitzt, hat man ja doch eine recht eingeschränkte Sicht. Und durch die Rückspiegel sieht man auch nicht alles. Da muss man manchmal ein bisschen gucken und rangieren. Aber auch das passt. Dann machen wir uns auf und fahren rüber zu Herrn Peters. Okay, da sind wir auf der sehr kleinen und engen Straße von Herrn Peters. Oh, ich hoffe, dass er den irgendwann endlich mal ausbaut. Immer wenn ich hier bin, denke ich mir, ah, das könnte man doch jetzt mal machen, das könnte man doch mal angehen. Aber gut, er wird sicherlich noch andere Projekte haben und ich meine, das ist ja alles noch ganz neu und frisch und sowas und er muss sich auch noch um die Arbeit kümmern. Verstehen kann ich schon, aber, ach, da steht er, glaube ich, schon. So, fahren wir mal schnell rum. Aber es ist natürlich nicht ganz angenehm, damit zu fahren hier mit dem Drescher. So. Moin! Moin, Herr Meier. Wollen wir den Drescher einmal nach hinten bringen schon? Dann gucke ich den mal durch. Ja, ist auch schon ein paar da. Ach ja, okay. Ja, ich bin ein bisschen spät dran, ne? Aber Theo hat hier. Ach, der Herr Töpfer ist auch da. Mensch, da kommt aber einiges raus aus dem Auspuff. Ich würde den. Wo soll ich den am besten hinstellen? Ich fahre mit, dann sage ich sie nehmen. Ach so, ja, so können wir es auch machen. Ja, in die Halle da hinten. Ja, einmal hier rechts. Ja, genau, und dann hinten an der Halle links. Kann man das Schneidwerk auch theoretisch noch hinstellen, aber das kann ich auch später machen. Okay. Einmal kurz, lass mich mal kurz hier raus. Ja. Ich muss einmal kurz. Theo? Ah, Herr Töpfer, grüß Sie. Ja. Morgen. Theo, die sind wohl schon alle drin. Wir müssen noch kurz den Drescher hier reinbringen. Wollte Herr Peters direkt durchchecken irgendwie dann nachher. Deswegen geht ruhig schon rein, ne? Ich bin sofort da. Wir sind da eh hinten in der großen Maschinenhalle. Das dachte ich, ist ein bisschen mehr Luft da. Ah, okay. Hinten große Maschinenhalle. Okay.
Gut, bis gleich. Na, hinten die große Ausstellungshalle. So. Okay. Dann fahren wir weiter. Mensch, Herr Peters, sind Sie erkältet? Ja, so ein bisschen. Das ist, fängt so langsam an. Ne? Es ist, okay, unübliche Zeit. Dabei ist, also im Moment ist es doch wirklich mild hier. Ach, nee. Also. Ich sehe schon hier den Käse. Okay. Haben Sie schon Angst wieder, wa? Ein bisschen. Können Sie einfach reinfahren von der anderen Seite oder fahren Sie rückwärts da rein? Hier? Hier? Ja, da fahren Sie einfach rechts rein. Ich, soll ich den nicht lieber vorher davor abstellen? Nee, fahren Sie mal rein da. Ja, gut, wenn Sie das sagen. Aber ich sehe immer schlecht. Können Sie auch rückwärts reinfahren? Das traue ich mir nicht zu. Ich sehe so schlecht. Da ist doch hier eine Kamera drin, Herr Meier. Ich fahre das so sehr. Ich bin jetzt seit einem Jahr fast nicht mehr wirklich damit gefahren. Wir haben das immer mal ein bisschen ausgefahren, also, aber man verliert hier so ein bisschen Überblick über die Maße. Ja, das so. Ist auch so, ne? Okay. Hin oder die großen, oder? Machen wir zu, das Ding. Ja, ein bisschen ordentlicher können Sie den schon hinstellen. Das, das machen Sie dann ja später, wie Sie es haben wollen. So, gut. Ach, da haben Sie schon alle versammelt. Ja, Tag zusammen. Sorry, dass ich ein bisschen später jetzt bin. Ja, ich habe da an der Tür noch ein paar Getränke gestellt. Können Sie sich gern bedienen, ne? Ah, ja. Das ist freundlich, danke. Dachte ich so als kleine Sache. Wir müssen jetzt, also es ist ja doch nur ein kleiner Teil jetzt hier vom Dorf da, ne? Wir machen vielleicht kurz eine kleine Vorstellungsrunde. Sie kenne ich jetzt noch nicht ganz genau. Wir hatten uns nur kurz bei dieser Bauarbeiter-Geschichte da, bei der Baustelle gesehen. Das ist richtig. Hicks, mein Name. Ron McHicks. Grüß Sie. Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Meier, Ansgar Meier. Wir können aber auch gerne du sagen. Ich bin da nicht so. Genau, ich habe hier den Hof hier ein paar Meter weiter. Und hier, Herr Peters, ich glaube, Sie hatten sich schon unterhalten. Ja, genau. Wir hatten schon das ist ja hier der Handel, der dem gehört. Theo Grünwald, mein Mitarbeiter, das ist derjenige, der den Hof hier am Laufen hält. Sehr wichtiger Mann. Herr Käser, vielleicht sagen Sie selbst kurz, ich weiß nicht, ob Sie... Wichtiger Mann natürlich. Wichtigster Mann, würde ich fast sagen. Mühlenbote. Käser, mein Name. Ach, Sie sind der vom Schmierblatt. Okay, ja, grüß Gott, Herr Käser. Mühlenbote, habe ich gesagt. Ist schon gut los hier. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Und daneben noch Herr Töpfer, der Landhändler meines Vertrauens. Herr Töpfer, ich grüße Sie auch. Moin. Aber schön, dass wir wenigstens einige sich hier zusammengefunden haben. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem einen oder anderen, dass er jetzt nicht hier ist. Das Lohnunternehmen verstehe ich noch, aber warum zum Beispiel hier die Regina nicht da ist oder auch der Bürgermeister so. Naja, also vielleicht haben die noch andere Aktionen, die sie irgendwie planen. Aber habt ihr jetzt hier schon irgendwelche Ideen bekommen, was man hier irgendwie machen kann? Ich habe mir auch schon zwei, drei Gedanken gemacht, aber du setzt direkt ein, Ron. Ja. Was hast du für eine Idee? Ansgar, du hast einen Hof. Hast du Gülle? Ja, also wir haben Kühe, klar haben wir Gülle. Ja. Da, wie wär's, wenn wir den absaufen lassen auf dieser Baustelle? Diesen Heini gleich dazu? Das ist doch eine gute Idee. Wir setzen da. Wir können auch bei deren Firma vorbeifahren. Da können wir mal ein bisschen was rauslassen. Haben wir nicht auch Mist, weißt du? Auf dem Anhänger? Stimmt, und dann, Mist, Theo. Dann schütten wir es auf den Häcksler. Leute. Schön die Scheiße schmeißen. Ja, das machen wir. Theo, wir haben doch den Mist. Weißt du, die ganze Scheiße verteilt. Ja. Ja, und weg damit, ab die Post. Da riechen sie mal, was sie davon haben. Und dann sehen sie es auch mal. Alles zugeschissen und dabei denen. Wenn sie flüchten wollen, dann stechen wir ihnen in die Reifenblatt. Ja, warum denn nur die Reifen? So läuft's, dann machen wir die Reifen kaputt. Alles. Können die ganzen scheiß Bagger ganz direkt scheiße auf. Scheiße. Und Käser. Mensch, Käser, du schreibst noch einen Artikel darüber. Oh ja, das machen wir. Und dann machst du die richtig fertig da. Dann machen wir ein bisschen... Das geht nämlich nicht, dass die hier so einfach einmarschieren. Und dann stoppen wir die Maschinen. Wenn die doch hier reinkommen, dann machen wir Barrikaden, Leute. Ja, dann machen wir Barrikaden, Feuer! Dann soll es brennen. Ja, sagen, die kommen, brennen. Die nehmen uns das Dorf nicht weg hier. Und ich will hier investieren. So nur fackeln wir alles ab hier. Ja, so machen wir es. Das ist doch ein guter Plan. Und weißt du was? Und die Feuerwehr, ne? Stellen wir 10 Katzen hier. Die Schlüssel werfen wir alle weg. Und die kann ich ausrücken. Und dann freuen sie sich, wenn sie... Wir haben alles. Der Sponsor, ich! Alles wollen sie uns nehmen hier. Ja, sehr gut. Mein Peter reagiere ich nicht, wenn für die Deppen angerufen wird. Nee. Wenn dieser Heini da nochmal auftauchen sollte mit seinem blöden, miserablen Porsche. Bitte, Schlüssel mal ein bisschen. Schlüssel? Ja. Wie er uns gesagt hat, dass er nichts von unserem Dorf, von unserem Hof hält, dass so ein Schrott ist. Das war eine Frechheit. Das wird er noch büßen. Ach, der Heini. Ist die Vorstellung, wie er da so schön das Toilettenhäuschen präsentiert hat. Normalerweise richtig sauer.
Ja, den Tumor, der war im Kostenfall, machen wir den Tumor, der war rein. Jungs, aber wir müssen immer dran denken, dann werden wir verknackt, behalten das Dorf und was bringt uns das? Aber wer soll denn was sagen? Wer soll denn was verraten? Reden hat schon recht. Ach. Wenn wir es machen, das gibt großen Ärger. Ah. Die Frage ist halt, wir haben halt keine andere Option, oder? Können wir noch irgendwas auf einem guten Weg erreichen? Ja. Ich weiß es nicht. Mal so ganz nebenbei. Hat irgendwer in dem Schreiben von der Energiefirma irgendwelche Beweggründe genannt bekommen? Naja, wir wollen hier Kohle gefunden haben, ne? Ja, natürlich, das haben sie bei mir auch geschrieben, aber wo ist der Beleg dafür? Also ich... Das stimmt eigentlich. Ich persönlich habe von der Firma nichts herausgefunden, ich habe keine Dokumente gesehen. Habt ihr, und habt ihr eigentlich schon Kohle gesehen? Meine Familie hier in dem Kreis schon lebt, aber ich habe noch von keinem gehört, dass hier irgendwo Kohle gefunden wurde. Und wie viel Erde ist hier in den letzten 5-6 Jahren umgebuddelt worden für die ganzen Siedlungen, die ganzen Neubauten? Da hat niemand, aber auch nur im Ansatz irgendwas zugesagt. Guter Punkt. Da müssen wir mal nachforschen. Da machen wir mal was. Wie wäre es mit einem Gegengutachten? So! Ja. Wer kennt denn da jemanden? Kann das irgendjemand? Ich lass mal meine Kontakte spielen, hätte ich gesagt. Das ist ein guter Punkt. Also, Herr Käser, Sie kümmern sich um das Gutachten. Ich kümmere mich drum. Und wenn das ein bisschen teurer wird, wir legen zusammen, das Dorf ist es mir wert, dann soll das ein paar tausend Euro kosten, vielleicht auch ein paar 10.000 Euro. Aber wenn dieses Gutachten dann beweist, dass hier nämlich gar keine Kohle ist, die haben uns noch kein Stück gezeigt. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist alles eine riesengroße Lüge. Ansgar. Und selbst wenn hier ein bisschen was liegt, so viel wird das nicht sein, dass sich das lohnt. Das ist nur halb so seriös wie meine Berichte. Ich bezweifle überhaupt, dass hier was liegt. Ja, also wenn es wirklich so ist. Ansgar, ich investiere als allererstes, wenn ich hierher kommen sollte, jetzt in dieses Gegengutachten mit. So, jawohl. Also, das ist, ich unterstütze Sie da wirklich so. Das kann man nicht so gelten lassen. Und wenn Herr Töpfer, Herr Peters, Sie sind auch dabei. Aber ja, natürlich. Herr Meier, super. Noch. So machen wir es. Sehr schön. Das ist doch gut. Klasse. Nee, gut, wir machen das so. Wir legen zusammen. Herr Käser, Sie sorgen für dieses Gutachten. Das wird, ich sage Ihnen es, das wird großartig werden. Ja, und wir stoppen diesen Scheiß, den die da geplant haben. Ohne Hand und Fuß. So, gut. Ich muss noch ein paar Sachen zumachen und morgen früh steht dann auch wieder ein normaler Arbeitstag an. Deswegen würde ich sagen, jo. Ich mach mich mal auf. Theo, fahren wir zusammen zurück zum Hof? Ja, Herr Meier, oder? Ja, Herr Peters. Denken Sie morgen früh dran, ne? Wir sind früher los. Ja, zur Messe. Mit Herr Meier. Ach, stimmt. Oh, letztens drüber gesprochen. Ach, stimmt. Verzeihung, das habe ich ganz vergessen. Theo, ich bin morgen weg. Es tut mir, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wann fahren wir los? 7? 7:30? Ja, gut. Nee, gut. Komm ich rum, hol's ab, ne? Ah, super, okay. Gut, dann machen wir das so. Ja. Alles klar. Alles klar. Na gut, aber ich bin erleichtert, dass wir jetzt hier einen einigermaßen realistischen Plan haben. Vielleicht war Reifen aufstechen und sowas. Ich glaube, das gibt tatsächlich nur Ärger. Aber wenn das nicht klappt mit dem Gutachten, dann reden wir nochmal. Vielleicht ist es das letzte Mittel. So. Schön, Feierabend, ne? Herr Käse, ja. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen, Herr Meier. Tschüss.